Ich glaube, die Dame, so wie die hier aussieht, können wir schon mal wegen Prostitution festnehmen lassen. Genau hier. Gut, dann würde ich sagen, rufen wir einmal hier Verstärkung an. Und zwar einmal Zugriff, Zugriff, Zugriff. Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen. Auf Wiedersehen. Und damit einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video sind wir natürlich wieder unterwegs in Los Santos. Ich war hier gerade bei der Armu Nation in der Hoffnung, dass sie ihren Schießstand haben, bis er mir gesagt hat, dass hier unten die einzigste Ammunition mit Schießstand ist. Deswegen werde ich da jetzt erstmal hinfahren, denn mein Waffenschein muss man als Polizist auch immer ein bisschen durch Training bisschen erneuern. Und ich denke mal, okay, das passt ja alles. Sehr schön, dann würde ich sagen, mache mich jetzt hier mal auf den Weg. Wir müssen unseren Ausflug kurz verschieben, denn ich mache erstmal das Blaulicht aus. Hier ist ein verdächtiges Fahrzeug. Und mal bevor der uns hier wegfährt, Spurhund, schön mal aussteigen. Einmal aussteigen. Da kommen auch schon die Kollegen vom Highway. So. Was machen wir denn hier? Wir checken hier erstmal das Kennzeichen. Oh, okay, der Herr hat anscheinend, so wie es aussieht, Target License Plate 4, 6, Edward, Edward, King, 5, keine Registrierung. 7, da würde ich sagen, so, machen wir mal den Motor hier aus. Und dann müssen wir mal hier unser Fahrzeug aktualisieren. So, der Herr, ich taste kurz einmal ab, ob sie etwas bei sich haben, was sie eventuell nicht bei sich haben sollten. Ein paar Tabletten, terroristische Maske. Ich glaube, das reicht mir an der Stelle auch. Da können sich Kollegen drum kümmern. Ich möchte sie nicht mitnehmen. Ah, hier sind sie auch schon. Schön, wie sie immer mit dem großen Transporter für eine einzige Person kommen. So. Hello. Hello. So, schön. Dann hoffe ich mal, wir kommen jetzt einmal hier zur Ammunition. Okay, Moment mal. Wir können mal kurz hier reinfahren. Oh, hier war ich ja schon lange nicht mehr. Ich glaube, hier ist das Hauptquartier vom Noose Squad. Genau. Können wir sehen, ob hier alles in Ordnung geht. Denn hier wurde letztens ein unerlaubtes Fahrzeug festgestellt. Wieso rennt die Dame weg? Stopp. Stopp. Moment, 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 Moment. Stehen bleiben. Bleiben Sie gleich mal schön auf dem Boden. Was wird das denn hier? Was macht die denn hier? Hä? Okay, das Auto da vorne. Hä? Aber wenn man, also in Auto einbrechen funktioniert nicht so. Man bricht das Auto nicht auf, um dann wegzulaufen. Oder soll es hier ein Klingelstreich sein? Schlechter Klingelstreich. Das muss ihn auch noch mal jemand beibringen. Assistance required in the news building.
Und er wacht ihn sein Schild hier ein bisschen rum. So. Das Auto gehört wahrscheinlich einem Kollegen hier. Einmal von der Leitstelle. Target license plate. 8, 7, Boy, Paul, John, 1, 6, 2, no, 1099. Um das Fenster kann sich dann der Kollege vom News-Team kümmern. Das fällt jetzt nicht in meinen Aufgabenbereich. Oh, da war es doch mal schön, hier vorbeizugucken. Hat gleich mal etwas gebracht. So, schön auspacken können wir auch noch. Fantastisch. So, kommen wir. Nee, wir müssen hier raus, genau. Gut, dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Nachtschicht. Und ich bin dann erstmal wieder der Hüter der Straßen hier. Heute war generell schon so ein ruhiger Tag hier in Los Santos. Deshalb wundert es mich auch gerade nicht wirklich, dass wir hier ein bisschen Nachtruhe haben. So, ich schau mal. Ja, hier können wir mal kurz rüberfahren. Und zwar möchte ich noch mal hier kurz was zeigen. Und zwar... So. Und zwar habe ich hier... Oder unser Hammer hat eine... Ja, ein Upgrade bekommen, sage ich mal. Und zwar gibt es hier neue Lichter. Blaulichter. Ich mache euch mal hier alle an. Damit man hier alles sehen kann. Hinten haben wir nämlich jetzt hier noch unter den Hinterlichtern noch... zweimal Extras, die eigentlich normalerweise auch da sind, aber bei unserem alten, da gab es die nicht. Zudem gibt es hier vorne nochmal 4 extra Lichter und innen drin gibt es ja auch nochmal neben dem Lenkrad 2 Extras und dort oben hängen auch nochmal welche. Und wir haben jetzt hier 2 Balken mit, ja, Blaulichtern und dazu gibt es auch noch gelbe Lichter. Es gibt die erste Stufe, die ist nur so, das war ich dann meistens, wenn ich hinter einem Verdacht hier gehe oder auf ein, ja, eine Kontrolle durchführe. Dafür nutze ich hauptsächlich den gelben Streifen, aber ansonsten für die normalen Einsätze nutze ich dann das zweite und das dritte hauptsächlich. So, durchgezogene Linie, ja, ich red mich mal damit raus, dass wir von der Polizei sind. Ich bin auch ein Held. Ich habe nicht mal Callouts angemacht. Fantastisch. So, ich kann jetzt nun wieder Callouts erreichen. Das, diese Ampel ist genau wie bei mir in der Gegend. Da gibt es auch eine Ampel, die ist so kurz grün, dass genau diese Ampel 1:1. Aber hier ist sie noch kürzer, das muss man sagen. Was macht denn der hier für eine komische Kurve? Nee. Gibt da. Okay, ein Moment mal. So, ich würde sagen, mit der Dame hier reden wir mal kurz. So, schönen guten Abend. Sie sehen, glaube ich, ein bisschen hier leicht angetrunken, habe ich das Gefühl. Bisschen näher rangehen. Moment, 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 Moment. Ach so, ein... Ach, Mann. Ja, okay. Ich denke mal, die Kollegen... Ah. Ich glaube, die Dame, so wie die hier aussieht, können wir schon mal wegen Prostitution festnehmen lassen. Ich check sie mal eben. So, scheint alles in Ordnung zu sein, Mrs. Justiz. So. Ich würde sagen, ich rufe hier einmal weibliche Kollegen. Die sollten... Gut, die sind nicht unten auf der Achterbahn. Die Dame dort drüben, die können wir uns auch gleich nochmal ansehen. Gut, einmal hier rankommen bitte. Ja. Schönen guten Tag. Sie müssten einmal hier die Dame für mich... einmal... So. Ah, ne. Geht das gar nicht? Moment mal, wo ist denn... Ah, hier, hallo? Ja, okay, jetzt sind sie für mich da. Sehr schön. Gut, und zwar... Ja.
Eigentlich wollte ich sie von meiner Kollegin hier durchsuchen lassen, dass wir hier keinen Ärger kriegen, aber wie es ausscheint... Ah, jetzt geht's auf einmal. Gut. Dann machen wir das hier erstmal von meiner Kollegin. Ja, sie haben wunderschön geparkt. Okay, wir nehmen sie hier schon mal... Was? Arrest. So. Wir nehmen nämlich gleich schon mal einen Supermarkt. Überfall, Raub hier. So, nimmt sie die Dame hier gleich mit. Ich hoffe mal. Ja, natürlich nicht. Wieso auch? Ne, die Pistole brauchen wir gerade nicht. So, einen Transporter brauchen wir. Hi, schön. Ja, beleidigen Sie ruhig die Frau. So, die Dame da drüben. Oh, da sieht man hier nichts. Hat die gerade, glaube ich, niemand gesehen. Von daher. So, wir müssen mal hier mit größter Eile. Oh, einen halben Kilometer müssen wir nochmal durch die Gegend düsen. Die andere Frau hat sich aus dem Staub gemacht, als sie gesehen hat, dass wir ihre Freundin mitgenommen haben. So, auf der linken Seite sollte sich der Supermarkt befinden. Genau hier. Gut, dann würde ich sagen, rufen wir einmal hier Verstärkung an. Und zwar einmal... Kollegen. Und dann tun wir hier einmal den Verkehr stoppen. An, bis jetzt tut sich da nichts. Die Kollegen brauchen noch ein bisschen. Ich schau mal. Sie steht. Okay, die Dame steht da sehr ungünstig. Ich sehe da niemanden, ich würde sagen. Wo sehen denn die Person? Auf dem Highway. Würde gerne näher rangehen, aber die Kollegen sollten mal hier mitkommen. Hey, I've missed you so much. Kommt mir nicht näher oder ich kill euch oder den Verkäufer. Gut, dann warten wir am besten hier einmal auf die Kollegen, wo auch immer die rumschwirren sollten. Ich glaube, ich rufe mal neue kompetente Fachkräfte. So. Ich weiß nicht, ob das SWAT... Nee, ich glaube, das SWAT-Team brauchen wir hier nicht. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, warten wir nur noch, bis die Kollegen da um die Ecke kommen. Oder sind sie auch schon? Sind sie da? Gut. Dann Zugriff, Zugriff, Zugriff. Was? Okay, okay, okay. Ich hab kein freies Schussfeld. Ich kann nicht schießen. Ach Leute, mal ganz im Ernst. Nein. Doch nicht du. Ach, ihr seid doch alle solche Helden, mal ganz im Ernst. Mann, ihr seid auch echt. Ja, schau ihn dir ruhig an, was du hier angestellt hast. Warum nehmt ihr den Typen nicht fest und knallt den gleich ab? Also mal ganz im Ernst, was soll denn das? So, die Rettungskräfte. Okay, okay, okay. Jo, das war mein Kollege. Hier kann ich ja... Doch, hier kann ich mal kurz rüber. So, ich würde sagen, wir leisten hier schon mal erste Hilfe, bis die Rettungskräfte hier vor Ort eintreten. Den Kassierer... Ich habe gar keinen... Na gut, könnte beim Schusswechsel mit den Kollegen passiert sein. Wo bleiben denn die Kollegen hier? Ich brauche mal hier Fachkräfte. Ich brauche Fachkräfte, nicht weniger. Okay, wir brauchen hier dringend einen Krankenwagen. Sonst sind die Hirn hier verloren. Die müsste... Für, hä? Was haben wir denn hier auf dem... Radar zu direkt hier vorne. Was ist denn da vorne los? Was? Hier? Aussteigen. Was? Stopp!
Hä? Ist hier nicht mehr durch? Okay, Moment, so, wir nehmen sie auch mal fest. Sie können doch hier nicht einfach den Abschleppwagen stehlen. Und dann noch von einer Frau, die wir eh suchen. Also das ist keine gute Idee. So, der Herr, die Rettungskräfte tun sich dort vorne schon mal um die Verletzten kümmern. Ja, das schöne weiße Menü. Hier können sich die Kollegen drum kümmern. Ich schaue erstmal bei den Kollegen von dem Rettungsteam vorbei. Hier machen wir auch erstmal, ich weiß nicht, wurde hier gerade eingebrochen oder was? So, schön, dass sie hier alle ihre Autos verlassen. Sie sollten hier alle gar nicht stehen. So, das lassen wir mal hier. Anscheinend haben wir hier schon Tote. Das heißt, CSI können wir auch gleich rufen. Ja, so macht man sich auf jeden Fall Platz auf den Straßen. Sehr gut, zumal das auch immer. Fantastisch, wie die alle ihre Autos stehen lassen. Hat ja alles nichts gekostet, ne? So, dann nehmen wir den noch mit. Und den. Die Autos fallen hier wortwörtlich vom Himmel, muss man sagen. Aber das ist halt die Qualität vom LSPD. Das haben andere Departments nicht. Autos, die vom Himmel fallen, sind halt speziell. Wo ist ihre Baustelle hier? Okay, ich würde sagen, wir machen mal hier die Straße frei. Sind die... Okay, die Gerichtsmediziner sind schon mal... Einer hat überlebt. Wer ist das? Wo? Ja, da hat das Spiel mal wieder durchgegriffen. So. Wir sind an sich hier soweit fertig. Gut. Der hier ist... Muss man nicht verstehen. Kann man, muss man aber nicht. So. Ich möchte sie entlassen. So, dankeschön. So. Der Laden wird jetzt erstmal sichergestellt. Wir können hier die Straße wieder freigeben. Wir sind hier soweit durch. Gut, ich wäre auch mit der Folge durch. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren, Glocke aktivieren. Jeden zweiten Tag. 15 Uhr auf meinem Kanal gibt es ein brandneues Video. Minecraft, Fortnite oder GTA 5 vom Los Santos Police Department. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao, Leute!